date, August 20th, 1977. On board the space probe are photographic images of Earth, verbal greetings, and a medley of musical composition. Voyager 2 is our invitation to other intelligent species in the universe. Please come and visit our planet Earth. Contact Trans Control.
was die Zukunft bringt. Dramatisch die Entwicklung der letzten Tage. Die Invasion der Kybernauten hat Europa erreicht. In Frankfurt wurde Messe und Funkturm besetzt. In Paris der Eiffelturm gesprengt. Auffallend viele und wichtige Knotenpunkte gesamteuropäischer Kommunikationseinrichtungen wurden schon nach kurzer Zeit eingenommen oder zerstört. Die Stromversorgung wird knapp. Wissenschaftler und Politiker kämpfen nach wie vor vergebens um Informationen oder Erkenntnisse über die Kybernauten oder deren Absichten. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Die britische Regierung erklärte vor wenigen Stunden, dass man unter Berufung auf Forschungskreise die Veränderungen des Weltklimas und den Temperaturanstieg der Meere auf die Invasion der Kybernauten zurückführe. Mit Nervosität beobachten auch deutsche Meteorologen die verwirrenden globalen Vorgänge, vor allem in Nordwesteuropa. Der Meeresspiegel steigt. Aus Afrika werden Orkane und sintflutartige Regenfälle gemeldet. Der Amazonas hat große Teile Südamerikas überschwemmt. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. 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 Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Nachdem die Rakete die Erde verlassen hatte, versuchten amerikanische Abfangjäger den Start zu stoppen. In der Stratosphäre übernahmen sowjetische und japanische Raumflotten die Verfolgung. Vergeblich, denn die Rakete raste mit stetig steigender Geschwindigkeit ins All. Wenig später verließ sie unser Sonnensystem und setzte ihre Reise mit nicht bekanntem Ziel fort. In der schwarzen Zone vollzog sich parallel dazu eine dramatische Wandlung. Die Radioaktivität zerfiel um Werte, wie sie eigentlich gar nicht möglich waren. Erneut versuchen Wissenschaftler eine Erklärung zu finden und wieder standen sie ratlos vor dem Ergebnis. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. 3 Tage später galt das Betreten der Zone als risikolos. Sofort begannen Truppen der Vereinten Nationen, das Gebiet zu umzingeln und in das Zentrum vorzudringen. Es gab keine Anzeichen menschlichen Lebens oder einen Hinweis darauf, was sich abgespielt haben könnte. Das Einzige, was man fand, war eine Papphülle mit einer schwarzen Plastikscheibe. Dieses Material diente im Analogzeitalter als Speichermedium für akustische Informationen. Auf der Hülle stand LDC, die schwarze Zone. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Wir schicken dich ins All.